Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Battlefield 1942. Ja, gestern kam mir das erste Video hierzu und das kam bei euch ziemlich gut an. Ich hatte innerhalb von ein paar Stunden zig Klicks, also doppelt so viele wie unter manchen anderen Videos und auch zig Kommentare. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und deshalb gibt es jetzt auch schon sofort den nächsten Part Battlefield. Und wir stehen jetzt wieder, wie beim letzten Mal zu Beginn, hier auf der Startseite der Kampagne. Und es steht jetzt in diesem Part die zweite Mission an, das zweite Level, Gazala oder so, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, auch irgendwo in Afrika. Wir bleiben bei den Achsenmächten. Das Ganze ist weiterhin auf 50% Schwierigkeitsgrad und dann starten wir jetzt auch schon gemeinsam in die zweite Mission. Ich klicke hier kurz auf Laden und dann gucken wir mal, was die Besprechung ist. Die deutschen Truppen bewegen sich wie Füchse durch die Wüste und nehmen eine Schlüsselstellung nach der anderen. Obwohl die Alliierten Tobruk noch halten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch diese strategisch wichtige Stadt in die Hände des Afrika-Korps fällt. Es ist mehr als deutlich, dass eine alliierte Offensive entlang der Kampflinien von Gazala bevorsteht. Da die Aufklärung meldet, dass die britischen Kommandeure ihre Stellungen bei Solum und am Halfaya-Pass, das ist auch ein Wort, wo ich mich jedes Mal verhaspel, Aufklärung meldet, dass britische Kommandeure ihre Stellung bei Solm und am Halfaya-Pass verstärken lassen, hat der Befehlshaber der deutschen Kräfte einen Gegenplan entwickelt, der die Vernichtung des Feindes in der Wüste vorsieht. Das deutsche Oberkommando hat einen sofortigen Angriff gegen die Front bei Gazala befohlen. Eins der Hauptziele ist dabei der Abschnitt des alliierten Stützpunkts Knights Bright. Sobald diese Stellung genommen ist, haben die Panzerdivisionen Freifahrt nach Tobruk. Bald sind die wertvollen Nachschublinien nach Nahost in deutscher Hand. Genau, das ist die Besprechung und dann noch die Ziele. Unser wichtigstes Ziel ist es, mindestens die Hälfte der Außenposten zu halten. Gelingt uns das, werden sich die Briten ergeben müssen. Ja, das machen wir. Wir klicken auf Spielen, wählen kurz wie immer die Sturmtruppen und probieren es uns einen Panzer zu sichern. Na gut, Panzer gibt es nicht mehr, aber wir können noch hier kurz dieses Gefährt nehmen. Besser als zu Fuß gehen. Oh, jetzt habe ich mich leider nicht ins Führerhaus begeben, sondern irgendwo anders rein, in die Kanonensteuerung. Und dann fahren wir erstmal hier den hinterher. Wir gucken mal kurz auf der Karte, wo es eigentlich hingeht. Also die britischen Stellungen sind dort oben. Das heißt, wir können erstmal eine kleine Fahrt unternehmen. Hier schön durch die Wüste. Bei schönem sommerlichen Wetter. Was wir ja momentan nicht haben. Aber wir haben auch kein Winterwetter. Das ist ja sowieso so eine Sache. Ich hatte schon mal in einem paar dämlichen Kampagnen darüber gesprochen. Dass es die ganze Zeit ja nur wie blöd am Regnen ist. Und gar nicht so wirklich weihnachtliche Stimmung aufkommt. Was ja wirklich ein wenig schade ist. So, da hinten sehe ich gerade aber schon, britische Freunde. Ja, die uns da schon unter Beschuss nehmen. Deshalb probiere ich jetzt erstmal hier dem ganzen Scheiß auszuweichen. Oder steige mal lieber aus und gehe dann kurz in Deckung. Und laufe dann mal hier. Alter, was denn mit euch? Und wollte sagen, ich gehe kurz mal hier in Deckung. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Aber wir haben schon mal hier die. Hier schon mal den ersten Panzer ordentlich zerstört. Dort der Panzer, da werde ich mal sehen, dass ich dafür mal eine nette Stabgranate hinschmeiße in die Richtung. Na gut, fährt leider weg. Aber hier hinten, die Kollegen, die sind aber gut dabei. Du, die nehmen das aber ordentlich unter Beschuss hier, den britischen Panzer. Jetzt gucken wir mal, wo hier ein paar Feinde sind. Da schießen wir erstmal schnell hin in die Richtung, bevor der uns wieder hier mit so einer Panzerabwehrrakete über den Haufen ballert. So, wir bleiben jetzt in der Vorwärtsbewegung und schauen dann mal hier hinten, was hier so los ist. Jetzt habe ich gerade den Funkspruch nicht wirklich gehört. Egal. Wir laufen weiter nach vorne, gucken hier mal drüber und sehen da hinten die ganzen Briten, wie sie da umherturnen. Minimal in Führung sind wir übrigens mittlerweile mit 165 zu 164, was natürlich nichts bedeutet, sondern sich jederzeit auch noch ändern kann. Jetzt gehen wir mal hier ein Stückchen nach links und bleiben hier in Lauerstellung. Puh, das war schon wieder eine knappe Sache. Der hat schon wieder hier eine nette Rakete auf mich losgelassen. Schnell wieder in Deckung. Schön Kopf runter und dann geht das schon klar. Jetzt probieren wir mal wieder ein bisschen weiter vorzukommen. Springen jetzt hier mal hinter. Und gucken, ja, der hat sich erledigt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo noch anders, woanders noch britische Kräfte sind. Dort hinten habe ich irgendwas gesehen. Wo kam das denn jetzt her? Weiß ich auch nicht. Lieber nicht umdrehen, sondern weiter die Augen vorne behalten. Denn sonst kriegen wir wieder einen auf die Mütze. Dort hinten sehe ich gerade den Briten, aber das hat sie auch gerade schon erledigt. Hat auch ein Kollege mit der Panzerschreckabwehrwaffe dann gelöst, diese kleine Problematik. Jetzt gucken wir mal. Ah, da bist du ja. Moin. Moin. Wir probieren jetzt erstmal dort den Panzer anzuschnappen.
wäre nämlich schon ein sehr, sehr, sehr guter Schritt, wenn wir den hätten. Und dann schauen wir mal weiter. So, weiter geht's. Fahren wir mal hier rüber und gucken mal, wo die Briten sich da verschanzt haben. Oder ob die sich überhaupt verschanzt haben oder ob die gar nicht mehr mitwirken wollen. Die Achsenmächte haben den Kontrollpunkt eingenommen. Oh, wo fahre ich denn gerade lang? Sehr gut, jetzt fahren wir hier kurz mal über diese nette Holzbrücke, die hoffentlich diese Tragkraft von, was weiß ich, 50 Tonnen oder sowas hat. Denn so ein Panzer wiegt natürlich schon einiges. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo wir hier lang fahren können. Ich glaube, hier geht es nämlich nicht wirklich lang. Schauen wir mal auf der Karte. Obwohl, wir können auch hier hochfahren, das müsste eigentlich auch klar gehen. Dann fahren wir mal hier hoch und schauen dann mal, was da so abgeht. Und da kommt uns auch schon der erste nicht so schöne Schuss entgegen von so einem britischen Kackpanzer da hinten. Da müssen wir erstmal natürlich einen Gegenangriff starten. Ja, okay, man sollte auch zielen können, sage ich mal. Alter! Bom! Schöner Panzerkampf, jetzt Feuer doch! Ja, geht doch. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wo ich hier eigentlich hinsteuere. Puh, schön Sherman-Panzer zerstört, das war doch schon mal gar nicht so übel. Wir bauen jetzt unsere Führung mehr oder weniger weiter aus. Und freuen uns darüber, dass wir ganz gut dabei sind. Jetzt fahren wir hier mal runter. Gucken hier mal nochmal schön links und rechts. Und werden wir hier so rumfahren. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Morgen ist ja Weihnachten. Ich hoffe, ihr freut euch schon alle. Ich hoffe, ihr habt schon alle eure notwendigen Einkäufe getätigt. Habt Geschenke gekauft. So, und... Hallo, warum triffst du denn nicht? Habt schon eure Geschenke gekauft, habt alles vorbereitet und freut euch jetzt morgen auf das Weihnachtsfest. Ist natürlich die Frage, wie ihr das verbringt. Ich kann es kurz mal von mir erzählen. Bei mir wird es morgen so sein, dass ich das ganz klassisch mit der Familie verbringe. Unter anderem werden meine Großeltern da sein. Eigentlich nur meine Oma, aber die werden auf jeden Fall da sein. Dann natürlich meine Eltern, meine Schwester und so weiter. Und dann werden wir ganz gemütlich beisammen... Scheiße, sitzen, wo kam das denn her? Beisammensitzen und... Da hinten ist ein netter Panzer. Beisammensitzen, ein bisschen unter dem Weihnachtsbaum. Die Geschenke auspacken. Also ganz, ganz klassisch, ganz ruhig. Und dann werde ich das jetzt in dieser Art verbringen. Dann geht's wahrscheinlich noch in die Kirche. Ein bisschen Kirchenlieder singen. Und dann war's das auch schon. Am ersten und zweiten Weihnachtstag bleibt's auch halbwegs gemütlich. Auch wieder mit der Familie. Vielleicht dann... Nach Weihnachten werde ich mich vielleicht ein bisschen mit meinen Freunden oder so treffen. Mal sehen, also es wird auf jeden Fall nicht allzu stressig, sondern ganz ruhig. Jetzt sind wir wieder hier im Spiel. Und haben wir irgendwo ein Gefährt. Ah ja, doch, hier haben wir ein paar Fahrzeuge. Ich hätte nämlich jetzt gerade keinen Bock gehabt, dort oben hinzulaufen. Irgendwie laut, ne? Also der Panzer kommt mir relativ laut vor. Ja, wie gesagt, gut, dass wir jetzt hier ein Fahrzeug bekommen haben, denn ich hätte keinen Bock gehabt, da komplett rüber zu laufen. Sind wir echt zu weit gewesen. Da wären wir auch hier noch 10 Minuten unterwegs gewesen. Und der ganze Part wäre eben nur ein Laufpart gewesen. Das wäre ja blöd gewesen. Auch schön in einem Satz dreimal gewesen. Da hinten eine kleine Stadt. Ich glaube, das ist der britische Posten. Da müssen wir natürlich irgendwie hinkommen. Aber das geht jetzt von hier nicht so ohne weiteres. Von daher machen wir es genau wie eben. Fahren hier oben kurz nach Norden. Nehmen da die britische Stellung ein und fahren dann wieder zurück. Von oben nach unten, also von Nord nach Süd auf der Gegenseite gegenüber dieser netten kleinen Schlucht. Und dann hat sich das ganze Spiel schon, moin, schon, ja, die ganze Schlacht hat sich dann eigentlich schon erledigt. Denn dann sollten wir eigentlich fertig sein. Jetzt musst du aber auch mal treffen, du. Was ist das denn? Schieß doch jetzt. Also die, so, geht doch. Ich wollte gerade sagen, der hält aber viel aus. Die Durchschlagskraft des Panzers ist nicht so gut. Aber dann hatte sich das auch schon erledigt mit dem... kleinen, aber feinen britischen Panzer. Gucken wir mal, ob die noch uns irgendwas entgegenzusetzen haben. Oder ob das jetzt schon war. Ob die ihr Pulver quasi verschossen haben. Jetzt gucken wir mal weiter. Alter, wo kam das denn schon wieder her? Bestimmt von gegenüber. Also lassen wir uns auch nicht von stören. Wir fahren einfach weiter und gucken dann. Kurz mal wieder richtig nach vorne drehen. Denn kommt mir irgendwie schon wieder so ein komischer Brite da entgegen. Das wollen wir natürlich verhindern. So, jetzt sind wir aber deutlich in der Überzahl. Also extrem deutlich. Das sollte jetzt eigentlich im Prinzip kein Problem mehr sein, das noch... oder das überhaupt zu gewinnen. Aber wenn wir das jetzt verschenken, das wäre schon extrem
extrem peinlich. So, da hinten schießen wir einfach mal rüber. Da hinten steht nämlich so ein blöder Panzer von den Briten. Also das Ziel muss ich auch, glaube ich, echt nochmal üben. Jetzt steigen wir mal lieber aus. Das ist nämlich hier ein wenig zu ungemütlich. Wir laufen da! Deckung. Wir laufen, wollte ich gerade sagen, einfach mal hier rüber und gucken mal, was da noch so abgeht. Wo kam das denn her? Wer nimmt mich denn hier unter Feuer? Alter, Alter, Alter. Ja, das war jetzt nicht mehr zu vermeiden, dass wir da nochmal einen Schuss abbekommen haben. Und jetzt müssen wir nochmal komplett da rüberlaufen. Da habe ich natürlich eigentlich gar keinen Bock drauf. Von daher gehen wir einfach nochmal hier rüber. Und, nein, das brauchen wir schon gar nicht mehr. Wir haben schon diese Schlacht abgeschlossen mit einem Sieg auf ganzer Linie. Das hat ja echt ziemlich gut geklappt. Dieser Sieg auf dem Weg nach Turmburg erfreut das Oberkommando der Achsmächte sehr. Nicht nur das, mich auch. Die Alliierten befinden sich auf der Flucht und haben ihre Stellung bei Gazala aufgegeben. Es ist sicher, dass der nächste große Sieg Turmburg lauten wird. Denn mit dem Fall dieser Stadt steht der Ausgang des Kampfes um Nordafrika fest. Dann werden die Achsmächte ihre Truppen auf den europäischen Schlachtfeldern ungehindert mit den Rohstoffen des Nahen Ostens versorgen können. Richtig, das noch kurz dazu zu dieser Mission. Wir haben insgesamt 99 Schüsse abgegeben, davon 22 Treffer erzielt. Das macht gerundet 22% Trefferquote. Wir haben 2 Fahrzeuge zerstört. Das war ein Panzer und ein Unterstützungsfahrzeug. Und ja, das war's eigentlich schon. Wir haben in diesem Part dann diese Mission abgeschlossen. Dieser Part war ein bisschen kürzer als der letzte. Aber ich denke, das macht nichts. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, bewertet es bitte, nach Möglichkeit natürlich positiv. Schreibt noch einen Kommentar mit Kritik, Anmerkungen oder was auch immer. Und vergesst natürlich auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Weihnachten, so wie letztes Mal habe ich es auch schon gewünscht. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.